Wohin gehst du? Ins Bett. Wie spät ist es? 11:15. Gute Nacht. Och, Paula. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, seit wir. Ja, also zusammen. Nach 17 Stunden bin ich fällig fürs Bett. Na, ich meine doch, du weißt schon. Ich muss jetzt ins Bett. Ich komme auch. Ich werde schon schlafen. Ich weck dich auf. Nein, bitte nicht. Och, Paula, was ist denn los mit dir? Mit mir? Ja, ach, ich will doch nur mit meiner Frau schlafen und du bist ach da gleich so. Oh, das möchtest du mit deiner Frau schlafen? Ja. Ach so, ich dachte, du suchst nur irgendetwas, was du während der Halbzeit machen kannst. Nein, beim Hockey gibt es keine Halbzeit. Och, Paula, deine Überempfindlichkeit nervt mich langsam. Und mich nervt langsam, dass ich nur der allerletzte Gedanke deines Tages sein soll. Und ein Heilmittel gegen deine Schlaflosigkeit. Nein, du bist kein Mittel gegen meine Schlaflosigkeit. Ja, aber das ist wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt am Tag, wo du an mich denkst. Oder an mir interessiert bist. Und somit wären wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Ich sollte mich ändern. Du kommst heim, isst zu Abend. Dann parkst du dich auf die Couch für den Rest des Abends und schaltest zwischen den Nachrichten und der Sportschau hin und her. Den ganzen Abend sagst du nicht ein sinnvolles Wort zu mir. Du redest nicht mit mir. Ja, also, was soll ich machen? Stefan, bitte, du weißt ganz genau, was ich meine. Okay, gut. Du willst, dass ich rede. Also, nein, reden wir. Ich möchte nicht reden. Ja, aber du hast doch gesagt, dass du gerne reden möchtest. Nein, ich möchte einfach, dass du... Dass du mich zur Kenntnis nimmst. Dass ich das Gefühl habe, etwas Besonderes zu sein oder wichtig zu sein. Du willst, dass ich dir Komplimente mache? Tja, ich dachte, das macht man nur vor der Ehe, wenn man verlobt ist und... Na, ich meine das nicht so, Paula. Ach, komm schon. Nein! Du willst mich und ich habe dir eben gesagt, wie du mich kriegst. Ja, ich... Ich kann nicht auf Befehl mit dir reden und dir Komplimente machen, wenn du mich so anstarrst. Na gut, ich kann ja ins Nebenzimmer gehen. Ja, ja, vergiss nein, es. Nein, Moment, Moment. Ach, gib mir eine Minute. Ach, es ist einfach schon lange her, seit ich dir den Hof gemacht habe. Ja, allerdings. Lass es uns gemütlich machen. So. Paula, du siehst gut aus. Dein Morgenrock passt genau. Hübsche Füße, hübsches Gesicht. Ja, Paula, du siehst einfach gut aus. Na, wie bin ich? Toll, als ob ich auf dem Sklavenmarkt wäre. Warum, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Stefan, bitte. Ich meine, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Ich meine, du bist doch nicht geistig zurückgeblieben. Jedenfalls warst du es nicht, bevor wir geheiratet haben. Paula, es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich kann nicht einfach so... Ja, ich kann nicht einfach so umschalten. Und ich will auch nicht. Ich möchte nicht nur der letzte Gedanke deines Tages sein. Ich möchte, dass du dich für mich interessierst. Dass du dir Zeit nimmst für mich. Ja, aber ich habe dir doch gesagt, dass du für mich... Ja, jetzt, 11:15. Ich bin wütend, wenn ich Ja sage und ich fühle mich schuldig, wenn ich Nein sage. Aber am allermeisten fühle ich mich verletzt. Ach, Paula, komm schon. Bitte fass mich nicht an, du nimmst mich nur in den Arm, wenn du das eine willst. Liebling, es tut mir leid. Wie war deine Arbeit heute? Ganz gut. Hast du die Dokumente fertig gekriegt? Ich meine, woran hast du gearbeitet?
An einem Entwurf für Paul Müller. Und, wie lief's? Er hat ihn angenommen. Wow, toll. Ja, ich war echt froh. Und es scheint, du hast auch mit Babsi geredet. Ich habe sie davon überzeugen können, dass eine halbe Stunde Fernsehen genügt. Wo wir gerade von unserer Tochter sprechen. Was meinst du? Glaubst du, danke. Ich so... Danke, wofür? Ja, für deine Anteilnahme. Ich lerne einfach langsam. Schließlich sind es erst 9 Jahre. Paula, ich liebe dich. Ich dich auch.